Sag mal, warum brennt es hier wie sonst was? Das wird wahrscheinlich gleich so heftig wegbrechen. Jo, ich wusste doch. Okay. I knew it. Volle Fahrt voraus. Ich sehe mir gerade einen Cheeseburger dabei vor. Klar, warum nicht? Cheeseburger, Spaghetti. Sag mal, Schatz, habe ich gerade mit der Bolognese-Soße gekleckert oder hast du deine Tage? Ne, war ein Spaß, bitte beruhigen Sie sich. Ich wollte nicht hoch. So. Wow. Kurz wieder rund. So, wer von euch ist jetzt ein bisschen verstört? Und wer von euch ist sehr verstört? Wenn die also durch den Kopf geht, ne? Schlimm. Schlimm. Gehen wir hier weiter. War ja auch beim Cheeseburger. Ist ja auch teilweise so ein bisschen, also kann man ja auch Tomaten und so draufpacken. Mir reichen meine Katzen und mein Hund. Wenn die dabei zugucken, sagst du. Könnte ein bisschen verstörend sein, ne? Könnte ein bisschen verstörend sein, aber ich glaube, man gewöhnt sich auch daran. Also ist alles cool. Gewöhnt sich an alles. Irgendwann denkt man sich nur so, hä? Wo sind denn... Oh Gott! Wo sind denn die Katzen und die Hunde? Warum gucken die uns gerade nicht zu? Ja, warum wohl? Weil sie es schon kennen und wahrscheinlich langweilig ist. I don't know. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Komisch wird's nur dann, wenn Hund und Katz anfangen zu schnüffeln. Dann wird's sehr, sehr kurios. Oder? Ich glaube, da wird sehr, sehr kurios. Ich brauche auch den Flammenwerfer. Nicht, dass hier gleich noch meiner. Weil der wird wahrscheinlich nicht aufstehen. Der vielleicht. Kurz nachher an. Okay. Hätte ich. Ich habe ein bisschen Angst, dass er gleich wieder aufsteht, wenn ich hier zu laut bin. Oh, warte mal. Aber was hat denn bitte hier den ganzen Androiden so heftig zerfetzt? War das noch das Alien? Das kühlt doch nicht von nichts. Meine Tiere schnüffeln zum Glück nicht. Nein, die fangen direkt an zu schlabbern. Oh boy. Das wär's doch. Das wär's. Oh mein Gott. So verstörend. So verstörend. Ab dann nur noch hinter geschlossenen Türen. Oh boy. Ich hab echt. Yo. Ist es hier zu kalt für die? Der brennt noch fröhlich. Also ich glaube, der hätte sich wahrscheinlich früher oder später einfach bewegt. Junge, ich habe Bilder im Kopf. Oh yes. Always at your service. Na, guck mal, der ist auch heiß unterwegs. Ich glaube, ich hau den noch mal ein bisschen. Kann den gar nicht hauen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er gleich wahrscheinlich zum Leben erweckt wird. Irgendwie. Der? Der vielleicht nicht. Alter. Ich bin schon ein bisschen paranoid hier, oder? Ganz bisschen. Safety first. Alter, wer hat denn die ganzen... Wurden hier umprogrammiert? Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, hier wurden die so ein bisschen umprogrammiert. Kann das mal möglich sein? Weil die haben hier so einen Teil dann am Kopf. Kann ich die wieder zurückprogrammieren, so freundlich, so? Paranoia im Horrorspiel ist immer gut. Ich weiß nicht. I don't know. I don't know. Ausschalten. Moment, was schalte ich nicht mit aus? Oh, nö. Sind wahrscheinlich alle so gerade in Kryostase oder so ein Shit. Jetzt schalte ich das gleich aus und dann laufen die alle rum. Genau, da sehe ich mich. Da sehe ich mich, Freunde.
Hier nicht auch? Oh, Elektroschocker da. Das ist sehr gut. Elektroschocker. Ladung. Is always a good thing. Neue Formatierungskammer. Oh, ich liebe es, wenn ich recht hatte, Freunde. Die wurden einfach neu formatiert. Spedding. Ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Zackig! Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Ja, okay. Ich muss es aber wirklich ausschalten, Freunde. Und das wird mir so heftig jetzt das Genick brechen. Ich sage es euch so, wie es ist. Das ist ein großer Fehler jetzt gerade. Das ist ein großer Fehler. Let the bodies hit the floor. Was ist das hier? Okay. Let the bodies hit the... Hä? Ist jetzt zu hoch? Energieniveau zu... Warum zu hoch? Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Oh oh. Ich habe so ein heftig bescheidenes Gefühl. Warum hält meine Taschenlampe nur so wenig? Ja, wir haben ja schon über Gangbangs gesprochen. Bei Androiden, die hatten scheinbar Spaß. Oder auch nicht, je nachdem. Gangbang, Bumsebiene, mach dich bereit. Hier müssen wir scheinbar noch was machen. Oh oh. Nichts gut. Aber das Schöne ist, hier muss man einfach nur den Kabeln folgen. Dann kommt man wahrscheinlich zu den richtigen Stellen. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Warum kann ich mich hier verstecken? Ich will mich gar nicht verstecken. I don't want to. So, wer denkt, dass gleich hier so richtig die Party losgeht? Wer denkt das? Biologische Gefahreneindämmung Stufe Omega. Wusstet. Ich habe so heftig gewusst, Freunde. Juhu, boah! Ich glaube, es war ganz gut, weil wir jetzt also schnell gehandelt haben. Wobei es nur einer. Hey du! Yo! Oh Gott. Au! Komm her, du Pisser! Welcome to downtown! Alter! Oh, guck mal! Der hat direkt nochmal eine Ladung mitgebracht. Wie nett von ihm. Ich hätte hier lang gemusst. Ich hätte es mir echt sparen können. Ich hätte einfach hier lang... Oh, what the fuck. Ich war einfach zu. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend... Einfach zu geschockt. Apollo-Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Sixen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Der ist kräftig. Dude. Oh, was war das denn gerade? Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich ein Fall für Aggressionsbefähigungstherapie. I don't know, something like that. Er ist ein bisschen aggressiv unterwegs, Freunde. Ich sage euch so, wie dies. Alter, ganz im Ernst, wie kurz halten denn bitteschön nur die Taschenlampen oder die Batterien? Finden Sie Samuels. Weiß ich eigentlich gerade Samuels? Hello? Oh.
Was hast du denn Schönes dabei? Nichts von Interesse. Woran ist sie denn gestorben? Wahrscheinlich auch eine Thüringer Wurst gegessen oder so. Ich weiß es nicht. I don't know. So. AW-Pläne für heute Abend. Suzanne, Liebste. Ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Okay. Spedding! Vor allem, ist das ihre privaten E-Mails? Hat sie da mehrere bekommen? Ist das die Suzanne, die hier gerade liegt? Sitzt? Ist das die? Spedding, ich rechne damit, dass die VIP-Peace früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie uns Ihre Leute zur Begrüßung parat stellen. Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, ihre besten Leute sind an der Sache dran. Naja, maybe. Termine für Vorführungen im Ausstellungsraum. Montag 0 Termine, Dienstag 0 Termine und so weiter und so fort. Freitag Date Night, okay. Rezeption Suzanne Archer. Okay, das ist wirklich dann die Suzanne. Vorgesetzter Leiter der Synthetenverbindungsbüros. Spedding. Ja, jetzt wissen wir zumindest, wie sie heißt, ne? Aber es bringt sie natürlich jetzt auch nicht mehr zurück ins Leben, I would say. Das sind jetzt die Vorführteile. Passiert doch hundertprozentig irgendwas, oder? Hier einfach mal hinten rum. Vor allem hier hinten ist sogar zu. Und genau da muss ich lang. Ich habe gerade gespeichert. YOLO, Freunde. Tür verschlossen. Okay. Also ich muss hier lang. Entkommen Sie aus dem... Warum entkommen? Entkommen klingt so, ich muss hektisch unterwegs sein. Wieso soll ich jetzt hier hektisch unterwegs sein? Muss ich hier irgendwas... Nee, muss ich nicht irgendwas einstellen, oder? Irgendwas passiert... Muss ich bei denen irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ach nee, an dem Schreibtisch hat er ja gesagt gehabt, ne? An dem Schreibtisch ist irgendwas zum Verriegeln, Entriegeln? War es an ihrem Schreibtisch? Nee, es war an seinem Schreibtisch, oder? Riecht er jetzt? Wo haben wir denn sonst noch einen Schreibtisch? Das ist kein Schreibtisch, oder? Das ist doch eine Bar. Wo? Oder war es in einem Vorraum? Wir müssen schon mal noch vorher gucken. Die haben sich gleich lieb. Durchaus möglich. Och, nee, das... Hä? Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Finden Sie Samuels. Ich könnte auch wieder einfach zurück, aber ich glaube nicht. Vor allem, hier war der doch gerade. Der war doch gerade hier irgendwo. Kann ich hier doch noch irgendwie raus?
Zelle. Ne, hier nicht. So, und hier habe ich ihn gesehen. Hier wird wahrscheinlich irgendwo der Schalter sein, gehe ich stark von aus. Ich bin einfach nur wieder zurück. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass gleich der nächste Android hinter mir her ist, aber wir wissen jetzt zumindest, wo wir dann hingehen können. Taschenlampenbatterie, ja, supi. Das wird nicht so weg über seinen Schreibtisch sein, oder? Ah, wobei. Habe ich hier schon geguckt gehabt? Nee. Das haben wir schon. Beim hier wird schon wieder nicht angezeigt, wo ich hin muss, ne? Ihr seid's doch so arsch. Moment, wenn ich jetzt hier... Nee, geradeaus kann ich auch nicht, das ist ja zu. Also hier müsste ich durch. Strom wiederherstellen, ja, Happy Birthday. Hier müsste ich durch, das wäre the way to go. Oh, also ich glaube, wir müssen trotzdem was in einem anderen Raum machen. Da hat auch was geblinkt. Bei dem, wo ich hier gerade her... Also wo ich es gerade wieder hinmache. Ich glaube, es war nur ein Item tatsächlich. Mal gucken. Mal Lucky Lucky machen. Mit den Runen-Androiden. Das war aber, glaube ich, nur die Batterie, die wir aufgenommen hatten. Ja, die Items, die leuchten auch mal so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass es hier irgendwas ist. Weil er hat ja irgendwas... Der hat doch irgendwas gesagt von wegen, hey Mensch, an meinem Schreibtisch. Oder war es an deinem Schreibtisch? Ich muss nochmal lesen. Einen Moment. Gucken nochmal. Ah, und Cupcake Kid, auch die haben wunderschön. Guten Tag. So, warte mal, hier können wir mal lesen. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben. Da sind wir ja schon. Und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregungsschalter an meinem Schreibtisch. Da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Ach, Abriegelung meinen die Abriegelung von den Androiden, dass die dann quasi einfach Shutdown machen oder was? Nicht mal für die Tür, oder? Irre ich da jetzt? Einfach mal zuschlagen, ja? Mal kräftig, deftig, würzig, gut. Unsere Aufgabe ist halt einfach hier zu entkommen. Also irgendwas müssen wir hier definitiv machen. But the question is what? Ich kann mir halt auch nicht mehr weiterhelfen. Mal kurz gucken. Kann auch nicht sein. Irgendwas müssen wir noch machen. So, warte mal. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben. Da sind wir ja gerade drin. Und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lange, ich werde um alles kümmern. Dann war letzte Chance. Weil nur mit den VIPs. Freigabe. Hilft, glaube ich, gerade nicht weiter. Das hilft nicht weiter und sie auch nicht. Aber warum ist sie dann tot? Wenn das doch nur Ausstellungsstücke sind. Dementsprechend dürften die ihr ja nichts getan haben. Aber das ist ja auch einfach nur so ein Abstellraum in der Theorie. Doch die Vorstellung. Warte mal. Ja, ich muss hier raus entkommen. Oder ich muss, ich glaube, vielleicht muss ich doch zurück. Wahrscheinlich muss ich doch zurück. Wahrscheinlich ging es einfach nur darum, dass ich jetzt ihn da finde. Und ich muss jetzt doch irgendwie zurück. Weil jetzt, wenn ich jetzt hier durchgehe, sind wir ja auch entkommen in der Theorie. Oder? Und moin, Mike. Schön, dass du auch da bist.
Oder? Fragen über Fragen, Freunde. Wobei halt das Teil mir gnadenlos die Tür angezeigt hat, ne? Da bräuchte ich halt Strom für. Was ist denn die übergeordnete Aufgabe? Finden und helfen Sie ihm. Mal. Gespeichert haben wir, glaube ich, irgendwo auch schon. Hoffe ich. Alles super dunkel. Mal, lagen hier nicht vorhin auch mehrere drauf? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, wo bin ich jetzt? Ich laufe hier gerade komplett falsch, ne? Also rein theoretisch. Wobei, da oben gab es doch auch irgendwie was zum Hinkommen. Hier so? In die Richtung? Ja. Sind die Sachen verbunden miteinander? Wenn ich jetzt hier gerade auslaufe, komme ich da auch irgendwie da hinten hin. Mich wird er bestimmt gleich wieder angreifen. Ich sehe das schon wieder kommen. Wenn ich jetzt hier durchkrabble, bin ich per se nicht hinter der Tür. Ich glaube gerade, dass wir echt falsch unterwegs sind. Aber gut. Haha. Okay, Sackgasse. Wir gucken jetzt nochmal hier lang, also dass wir hier rauskommen, und ansonsten könnt ihr vielleicht auch mal eure Tipps abgeben oder eure Vermutungen. Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Und hier kann ich ja definitiv... Okay, hier ist definitiv falsch. Hier ist definitiv falsch. Also da hätten wir... Ne, stopp, da ist immer auch falsch. Scheint eine andere Etage zu sein, weil wenn ich jetzt hier einfach durchklettere... Müsste ich einfach geradeaus dann hinter irgendeiner Tür landen. In der Nähe von dem Raum, wo wir sind. Aber da ist eine Sackgasse. Und nach oben ging es da auch nicht weiter. Und nach unten glaube ich auch nicht. Also wir müssen da definitiv vorher irgendwas machen. Ah! Oh, falsch. So viel Gekraxel. Weil Männer schon steht entkomme. Sieht gerade so ein bisschen aus, als ob da gerade ein Djinn aus dem rauskommt. Ich erfülle dir 3 Wünsche. Und das Wünschen mehrerer Wünsche ist nicht wünschenswert. That's right. Oh. Hier kann ich doch nichts machen. Da muss ich hier noch irgendwie was drücken. Wird halt auch nicht angezeigt. Hier kann ich den Strom nicht mehr herstellen. Aber wir haben die alle abgestellt, damit der Strom halt weg ist. Hier dann höchstwahrscheinlich auch nicht. Hier kann ich mich nur verstecken. Das ist gerade ein bisschen... Wobei, was passiert, wenn ich hier weitergehe? Und mal hier weiter vielleicht? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich tatsächlich schon, aber ich glaube, hier gab es nichts Großartiges. Ja? Ach, nee, ich stand auf mir doch noch nicht. Okay, also ich glaube, könnte sogar richtig sein. In der Theorie. Könnte sogar richtig sein. So, da. Da. V. Das hier. Sehr gut. Sehr gut. Mach auf! What? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Okay, also schauen wir nur für Items hier. Wow. Das nehme ich auch mit. Elektroschockladung. Immer gut. Warum hat es jetzt gerade... Hält?
Nee, also ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwas in dem Raum machen. Ich weiß noch nicht was. Aber irgendwas. Warum steht da entkomme? Warum steht da entkomme? Okay, wir gehen wieder zurück. Wir schauen uns jetzt nochmal in dem Raum ganz super heftig, deftig, gründlich um. Viel mehr geht ja eh nicht. Oder haben wir da vielleicht irgendwie eine Luke übersehen? Ich guck halt selten auf den Boden, komischerweise. Selten. Wieder ein bisschen wie die Titanic, kurz vorm Sinken. Okay, wir sind schon wieder draußen. Irgendwas wird hier sein. Something. Something, something, something. Hast du dich gerade selbst gegrüßt? For real? Und Project Prototype, auch die haben wunderschönen. Guten, guten Tag. Du musst hier irgendwas machen, Freunde. Das bringt mir alles nichts. Das hilft mir hier gerade echt nicht weiter. Pack doch nicht gerade rum, oder? Ein kleiner Scherz, okay. I see what you did there. So, wir müssen auch kurz hier, guck mal schauen. Letzte Chance, das war... Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht. Schwingen Sie keine langweiligen Reden, bla bla. Okay, Freigabe. Ne, freigegeben. Das hilft uns alles nicht weiter. Hier wollten sie noch ein bisschen... Nee, hier hat er gesagt, du sollst mal in den Ausstellungsraum reingehen. Und dich dort einschließen. Das hat sie ja gemacht. Es gibt einen Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch. Ich glaube, der Schreibtisch ist halt dahinter. Aber die Frage ist halt, wie komme ich da hin? Suzanne, was hast du gemacht? What did you do, Suzanne? Komm, ich mir vielleicht mal bücken hier so. Was ist das hier für ein Gel? Suzanne! Was hast du gemacht? Hat irgendjemand einen Plan? Tür verschlossen. Weil sie ja tatsächlich die Tür verschlossen hat. Die Tür hat sie ja verschlossen. Das ist, glaube ich, die Tür, die sie auch verschließen sollte. Das hat sie gemacht. Da muss ich halt dann durch. Nur Nissan-Fall? Okay. I see what you did there. Was wird die Suzanne gemacht haben? Kann ich... Oh, warte mal. Jetzt muss hier am besten noch irgendwo so ein Schacht sein. Da würde ich ein bisschen kotzen, da ich den nicht gesehen habe. Sieht nicht danach aus. Auch keine Luken irgendwie. Und ich kann auch nicht mal die Androiden einfach umschubsen. Strange. Yeah.
Decke im kleinen Raum. Moment, ich take a look. Nö. Hier ist auch nichts. Also die hat das da abgeschlossen. Das sollte sie auch machen. So, wenn wir jetzt hier in der Theorie weitergehen würden, wissen wir nicht mehr, wo wir hinkommen. Wobei hier scheint noch was zu sein, ne? Hier scheint noch irgendwo. Vielleicht ist aber auch nur eine Karte. Es halt jetzt. Jetzt wieder ewig weit zurückgehen. Vielleicht nur eine Karte mitnehmen, I don't know. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwas machen müssen. So, dann werden wir jetzt hier lang kraxeln. Müssten wir jetzt hier in der Theorie, weil es parallel zu dem Raum ist, dahin kommen, wo ja effektiv die Tür ist, die abgeschlossen ist. Und nicht hier lang, sondern, also da müsste es da irgendwo sein. Dann würden wir höchstwahrscheinlich hier hinkommen. Da kommen wir aber gerade nicht durch. Und hier. Was ist das für ein Raum ist dazwischen? Ich möchte aber zunächst einmal, das heißt, ich muss links und dann gleich nochmal links. Da irgendwo müsste was sein. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es uns weiterhilft. So, jetzt hier drinnen. Wahrscheinlich nur eine Karte. Oder? Müsste irgendwo hier sein. Aus, ja. Oder jetzt? Wir hätten auch vorhin irgendwie. Warte mal, vorhin hat man doch auch ein paar Sachen, wo mein Gerät nicht ausreichend war. Vielleicht bräuchte ich das jetzt hier irgendwo, um reinzukommen. Vielleicht kann ich es damit auch aufmachen. Wobei. War verschlossen, ne? Stand nicht von wegen unzureichendes Gerät. Hier sind halt nur die ganzen Sachen, die ich ausgeschaltet habe. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Alter, kannst du dich mal, reiß dich mal zusammen, Junge. Bitte steh nicht auf. Bitte steh nicht auf. Das mag ich nicht. Und hier kamen wir ja nur wieder zum Aufzug. Irgendwie. Ja, durch das Teil. Aber wenn das richtig wäre, würde mir ja auch das hier die Richtung da anzeigen. Ist es ja aber nicht. Dash ist Kaka. Wobei es halt echt krass ist, dass der Ausweis mit diesem Symbol von wegen Gerät, Werkzeug, Waffe. Ja, trotzdem nochmal. Der hatte nur Zuckungen. Ja, ach Gott, man kennt's ja. Man kennt's ja. Vor allem bei dem Wetter kann ja mal vorkommen. Kann ja durchaus mal vorkommen. Was haben wir hier noch Schönes? Okay. Nothing of interest. Nothing of interest. Los, wo kann ich denn die Karte mal reinschieben? Hier haben wir zu wenig Strom, dann bringt die Karte wahrscheinlich auch nichts. Würde das hier was bringen? Oh, nicht da. Hier. So. Ich mach. Achso, hier. Würde das hier was bringen? Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Vor allem steht, entkommen Sie, als ob ich hier übelst in Hektik verfallen muss. Müssen die irgendwie vorher erst eingeschaltet werden? Schalten die sich automatisch ein? Und ich muss hier hin, wo wir quasi den Samuels gesehen haben. Das heißt, hier ungefähr hinter. Wetter unter Zucker. Entzug? Ja, alles ist möglich. Everything is possible. Wir
weh, das klappt jetzt irgendwie mit der Tür aufmachen. Mit der Karte. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber das muss man doch irgendwie wieder entriegeln können. Oder? Irgendwie muss das doch gehen. Wir können nicht einfach auf ewig alles zumachen. Tür verschlossen. Nö, also die Karte war es nicht. Jetzt habt ihr mich hier verhöhnen, ihr kleinen Pisser. Okay, hat irgendjemand einen Plan? Ich weiß nicht, warum die gestorben ist. Die hat es doch verriegelt, also kann die das doch auch entriegeln. Das wird ja kein Schreibtisch sein, dass man hier irgendwie was drücken könnte. Ja, Mülleimer. Hier ist auch kein Schacht, nichts. Pass auf, nachher ist es einfach verbuggt. Man kommt hier gerade nicht weiter, weil irgendwas nicht ausgelöst wurde. Das wäre richtig kacke. Was soll das hier heißen? Irgendwas Sitzendes? Muss definitiv hier durch. Ich habe halt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier wieder neu lade. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Das dann nicht funktioniert. Kann man eigentlich hier neu laden? Spiel laden? Vorigen Speicherstand laden? Vor allem, warum haben die... Ja gut, man kann natürlich auch verkacken, ne? Was meinst du jetzt genau? Bei denen hier irgendwas machen kann. Das habe ich schon probiert, aber geht halt erstmal per se nicht. Stehen hier ganz intelligent da und machen nichts. Nothing. Nothing. Bei den hinten, meinst du, in dem anderen Raum? Da habe ich eigentlich auch schon überall geguckt. Sie hier hat das eigentlich zugemacht. Das heißt, sie müsste auch in der Theorie das auch wieder aufmachen können. Die Sache ist bloß die, sie hat es scheinbar nicht von hier aus gemacht. Sie hat es scheinbar nicht von hier aus gemacht. Leiter des Synthetenverbindungsbüros Spedding. Ich hab halt echt gerade ein bisschen Schiss, dass es einfach nur verbuggt ist. Dass die rein theoretisch jetzt hier irgendwie rumgelaufen wären. Weil sonst wird er nicht entkommen heißen, oder? Sonst wird er nicht entkommen heißen. Komm, wir laden jetzt trotzdem. Warte mal, Samuels ist zum Androidenlabor gegangen. Um Paul zu erreichen. Finden und helfen Sie ihm. Ja, Blick ja! Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund geht es nicht. Ich glaube, wir laden nochmal. Nützt nichts, Freunde. Dann lade ich aber, glaube ich, den vorherigen. Ja, fuck it. Müssen wir machen. Einfach mal zum Testen. Einfach mal zum Testen. So, jetzt sind wir wieder hier. Das war, glaube ich, das erste Mal. Das heißt, hier ist jetzt noch überall Strom. Jetzt kommen wir aber hier nicht durch. Weil... Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann ja nicht näher an sie rangehen. Zu viel Strom.
Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür. So, da haben wir jetzt zu viel Strom drauf. Geht direkt mal hier und hol mir den Ausweis. Ah, take it. Okay. So, jetzt muss ich aber erstmal die ganzen anderen Sachen... Muss ich jetzt wieder... Na gut, das können wir auch aufmachen, aber das ist ja eh nur Items. Müsste ich erstmal wieder ausschalten. Which means das Teil hier. Das Gute ist, wir brauchen dann den Androiden nicht zu killen, der dann kommt. So, das haben wir gemacht. So, jetzt gibt es noch zwei weitere. Aber ich kann es halt auch danach nicht wieder mit Strom versorgen. Das ist das Thema. So, hier auch nochmal. Oh. Okay. Biologische Gefahreneindämmungsstufe. Ach, der kommt jetzt hier an? Ja, muss ich ihn vielleicht doch platt machen. Nützt nichts. Aber nicht so. Nicht so. Alarm im Darm. Okay, machen wir den kurz platt. Tschüssikowski, mein Freund. So, du hast nichts Tolles dabei, ne? Nö, nur Schrott. Okay. Nee. Hab ich das hier schon ausgestellt? Nein, so. Ich glaube, ich habe noch eins vergessen. Oder? Ach, das hier noch. Oder geht's trotzdem vielleicht schon? Was denn? Energieniveau zu hoch. Das heißt, ich muss wirklich alle drei aufstellen. Das heißt, auch das hier noch. Machen wir's mal. Bam. Und jetzt hier nochmal. Na gut. Dann muss das. So, jetzt kommen wir hier weiter. Aber die Tür geht zu. Yo! Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Gemobbt. So. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten.